Es ist bei Allah zum Weinen. Wir leben in einer Zeit, wo wir die Anwesenheit des Propheten vermissen. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns in jeder Sache uneinig sind. Es geht sogar so weit, dass wir uns uneinig sind, wann der Monat Ramadan beginnt. Kannst du dir vorstellen, dass sich die Gefährten des Propheten so uneinig gewesen wären, dass sie deshalb an unterschiedlichen Tagen mit dem Ramadan begonnen hätten? Die Zeiten, in denen wir einen Propheten hatten, der unsere Streitigkeiten klärte, sind vorbei. Aber dafür sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in seiner Abschiedspredigt: Ich habe euch etwas hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr nach mir nie mehr fehlgehen. Das Buch Allahs und meine Sunna. Der Beginn des Fastenmonats lässt sich im Vorhinein nicht auf den Tag genau bestimmen. Erst dann, wenn der Neumond gesichtet wird, wissen wir, wann der Ramadan beginnt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fastet, wenn ihr ihn seht, und brecht es, wenn ihr ihn erneut seht. Kalenderberechnungen sind lediglich Wahrscheinlichkeitsrechnungen, und gemäß den authentischen Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Sichtung des Hilal verpflichtend. Es ist so wie beim Wudu, der Gebetswaschung. Wir müssen uns exakt an die Anweisungen halten. Es ist nicht zulässig, den Körper zu desinfizieren und damit die Gebetswaschung zu ersetzen. Und genauso hat uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befohlen, den Fastenbeginn mittels Mondsichtung zu bestimmen. Selbstverständlich weiß Allah und auch sein Gesandter, dass Zeiten kommen werden, wo Menschen den Ramadanbeginn mittels Kalkulation ermitteln werden. Davor warnte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: Der Monat Ramadan hat 29 Nächte. So fastet nicht, bis ihr ihn gesichtet habt. Und wenn er euch verborgen bleibt, so vollendet die 30 Tage. Manch einer könnte auf den Gedanken kommen, das Fasten ein, zwei Tage früher zu beginnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber Allah und sein Gesandter wollen den Gehorsam und die Einheit der Muslime prüfen. Daher sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Vor Beginn des Ramadan darf keiner von euch ein oder zwei Tage vorsorglich fasten. Es sei denn, einer von euch war bereits dabei, dann kann er diesen einen Tag ebenso fasten. Also wann beginnt der Ramadan? Sobald der Hilal irgendwo auf der Welt von einem einzigen Muslim gesichtet wird, beginnt der Monat Ramadan und mit ihm das Fasten. Es gibt ja nur einen Mond und nur eine Sonne. Daher ist es egal, wer den Hilal wo auch immer am Himmel sichtet. Damit beginnt der Monat des Fastens, inshallah. Und wir werden die Ersten sein, die euch über den Beginn informieren.